Konnichiwa, ihr Chibis, und herzlich willkommen. Ja, herzlich willkommen zurück zu No Man's Sky. Der eigentliche Plan war ja, jetzt hier noch ein bisschen rumzustreunern und dann am besten irgendwie an so einem Art kleinen Unterschlupf oder so und dann Plutonium einzusammeln. Ja, hat sich erledigt. Wir machen das direkt hier. What? Also das Handelsterminal, ich dachte jetzt gerade Absprungkammer, ne, Zinn. Ja, dann geht's los. Ja, ich tue euch doch nichts. Tut ihr mir nichts, tue ich euch auch nichts. So sieht's aus. Heiliger Bimbam. Echt hübsch hier. Scanner wird noch aufgeladen. Da ist Plutonium. Traumhaft. Au. 100 Plutonium brauchen wir. So, gib her den ganzen Kram. 56 gab es hier schon mal. Dann ist direkt mehr. Achso, genau, was brauchen wir denn für. Ich kann mir das einfach nicht merken. Was brauchen wir denn hier für das Ding? Brauchen wir auch Plutonium. Ja, wunderbar. Wunderbar, dann sind wir ja direkt auf der Suche nach dem richtigen Zeug. Überall jodeln hier die Viecher rum. Wahnsinn. Da ist noch Plutonium. Hier ist noch, da ist noch. Da, hier, nehmen wir alles mit. Da fliegen wir welche spazieren. Wie viel haben wir denn jetzt? Wir besitzen im Exo-Anzug. Manifekt, was heißt Manifekt? 188. Ich möchte aber trotzdem noch hier dieses Dings einsammeln. Da wäre zum Beispiel noch Tamium. Und irgendwo, genau, PT. PT wollte ich noch einsammeln. Können aber schon mal diesen Elektroverdampfer herstellen. Elektronendampf-Dingen. Zack, das haben wir ver... Oh, es wird Nacht. Ei, ei. Bist denn du für ein böses Ding? Sammel Zink. Okay, machen wir auch gleich. Nachts wird es hier ein bisschen kalt. Aber ich möchte noch hier zu diesem PT, was auch immer das ist. Überall schreien diese Viechers rum, ey. Eisen. Da hat mir auch irgendwo Zink angezeigt. Irgendwo da oben. Komme ich da hoch? Voraussichtlich nicht. Doch, es geht, es geht, es geht, es geht, es geht, es geht, es geht. So, und jetzt hier? Irgendwie? Wo, direkt unter mir? Ah ne, da. Platin. Aha. Ein Pflänzchen, das Platin gibt. Das ist natürlich auch interessant. Da hinten ist viel Plutonium. Aber wir brauchen Zink. Da lang. Oh. Ein gefährliches Tierchen irgendwo hinter mir. Oh. Was bist du denn? Abgesehen von süß. Dann haben wir gern. Oh. Heilige Scheiße. Ich nehme jedes Mal Abstand vom Mikrofon, wenn irgendwer auf mich zugerannt kommt hier. Richtig hart. Zink. Da lang. Okay. Kürbisknolle. Bisschen aufpassen vor diesen gefährlichen Pflanzen. Und auch die Temperatur so im Auge behalten. Nicht, dass wir hier drauf gehen. Das wäre ärgerlich. Was? Das Pflänzchen oder was?
Wäre natürlich schön, wenn man jetzt eine eigene Base hätte, wo man das Zeug selber anpflanzen kann, ne? Da. Na gut, immerhin 18. Haben wir noch mehr Zink hier irgendwo in der Nähe? Wir brauchen noch zwei mehr. Da lang. Der hatte mal ein bisschen anderen Sound. Ich glaube, der war beim Tuner. 75%. Ja. Reicht noch. Das sind wo Blitzdinger. Auch Eisen. Irgendwo hier war das Pflänzchen. Da. Und ich meine, bald müsste ja die Sonne auch wieder aufgehen. Dann ist es eh wieder angenehm warm. Ist nur die Nacht, die zu kalt ist. Was sind denn da für komische Gebilde da hinten? Meine Güte, es gibt so viel zu erleben. So viel zu entdecken. Starmer. So. Wärmeschutz stabilisiert sich, obwohl er weiter fällt bei 50% oder was? Stell Antimaterie her. Ja, machen wir doch mal. E. Und nu. Antimaterie. Iridium fehlt uns jetzt dazu. Wir brauchen jetzt auch wieder Antimaterie. Okay. Iridium. PT war Platin. Da hätten wir nochmal was Zinn. Ja gut, jetzt machen wir uns erstmal wieder auf den Weg zurück zu unserem Schiffchen. Wir haben ja auch wieder ein bisschen Plutonium, damit wir überhaupt abheben können. Dich habe ich gesehen. Du piekst mich nicht. Dann brauchen wir irgendwo Heridium. Ich nehme mal hier noch das Plutonium mit. Better be safe than sorry. Na. Scan da ruhig rum, aber lass mich in Ruhe. Da muss ich hoch. Die Nacht dauert ganz schön lange, also jetzt länger als ich gedacht habe eigentlich. Das macht mir doch ein bisschen Sorgen. Ja, ich laufe ja schon. Ich will ein bisschen Kohlenstoff wieder mitnehmen. Oh Gott, dann bist du hoch jetzt. Ich werde doch wohl nicht erfrieren. Komm schon. Doch, ja. Oh. So weit sind wir schon mal wenigstens hochgekommen. Und jetzt da irgendwie. Oh, das wird eine knappe Kiste. Obwohl es geht. Schnell rein. Puh. So, dann mal eben kurz Lebenserhaltungszellen basteln. Genau, dafür brauchen wir jetzt E und den Energieriegel war das, glaube ich. Diesmal brauchen wir auch wieder Plutonium für. So. Und dann können wir jetzt... Achso, ja, klar, macht Sinn. Ich habe die Düsen noch nicht aufgeladen. Jetzt haben wir das ganze Plutonium wieder verheizt. Macht nichts. Wir heben jetzt trotzdem mal ab. Geht das wieder los? Scannen mal den Planeten. Fliegen mal so ein bisschen vorsichtig drüber hinweg.
da wird mir zum Beispiel angezeigt, da ist irgendwas. Ein Fragezeichen. Das nehmen wir doch mal mit. Gucken wir mal, was da ist. Oha, bist du denn? Säulen von Humikaha. Die uralte Markierung summt in einer Frequenz, die sich tief in mein Innerstes vergräbt und mich mit der Stimme des Korvax-Echos erfüllt. Wissen pflastert den Weg zum Verständnis der Wahrscheinlichkeit. Der Atlas sprach in Fragmenten. Die Atlas-Schnittstellen sind ihre Schatten. Die Monolithen sind ihr verstreute Kinder. Zusammen vermitteln sie Weisheit des Unendlichen. Sie müssen verstanden werden. Um Hilfe bei der Sprache bitten. Jawohl, machen wir mal. Ein Wissen über die Korvax-Dingens. Ah, wir haben ein Wort gelernt, ein neues. Sehr schön. Sehr gut. Sehr interessant, sehr interessant. Ja, passt. Ein bisschen am Randstein angeeckt. So. Und weiter geht die wilde Jagd nach Heridium. Einfach mal hier so ein bisschen rumstromern. Da vorne ist wieder ein Fragezeichen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, kriegt man hier nicht wirklich so Erzen sowas angezeigt, sondern eher nur so solche Sachen halt eben. Oh, 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 zieh hoch. Jawohl. Langsames Fliegen habe ich drauf. Einigermaßen. Denn hier ist schon wieder ein Fragezeichen. So. Wenn ich wenigstens behaupten könnte, dass diese coolen Landedinger da auch von mir stammen, aber nö. Das ist automatisiert. Da. Was haben wir denn hier Schönes? Während es wieder Tag wird, sehr gut. Beldrau-Wüste. Mhm. Ja, interessant. Irgendwas Schönes hier zum Mitnehmen. Hier wäre Eisen. Isotop nehmen wir mal mit. Plutonium. Sehr gut. Auch wenn wir eigentlich Iridium brauchen. Aber was finden wir denn noch so? Gesundheitsstärkung. Gesundheit auf Maximum, okay. Dann haben wir hier ein bisschen Schrott. Und ein Hykin-Dolch haben wir gefunden. Hier ist nichts drin. Schildsplitter. Auch ein Schildsplitter. So. Ich scanne jetzt mal einfach so und hoffe, dass ich hier jetzt Heridium irgendwo in der Nähe blicke. Aber nein. Hier ist soweit eigentlich auch nichts. Schade, schade. Alter, was ist das denn da oben für ein möchtegern Tyrannosaurus? Nicht schlecht. Wo ist mein Schiffchen? Ich stritze hier schon wieder völlig in die falsche... Au, ja, falsche Richtung. Da. Hinten habe ich es irgendwo versteckt. Der sieht ja mal krass aus da hinten. Uchin-chin.
Lass uns woanders hin. Scannen wir wieder die Umgebung. Da hinten ist das nächste Fragezeichen. Ich glaube, das ist gar nicht mal so verkehrt, wenn wir jetzt einfach mal so ein bisschen rumflattern. Den Planeten etwas erkunden. Und währenddessen... Ja, also Erze kriegen wir so nicht angezeigt. Ist in Ordnung. Einfach von Örtchen zu Örtchen erkunden. Was haben wir denn hier? Ist vielleicht mal die Augen offen halten nach größeren Höhlensystemen oder so. Ja, hier ist nichts. Und, oh, was haben wir denn da? Dann der Bereich ist nicht frei, aber jetzt. Da sehe ich doch auch, glaube ich, eine Höhle da rechts im Stein. Gucken wir doch gleich mal. Erstmal einen Scan anwerfen. Was gibt es hier so? Platin, Zinn, Plutonium, Tamium. Aber kein Heridium auf Anhieb. Und da ruppt jetzt meine Katze wieder hinter mir am Stuhl rum. Niquadi. Okay. Was Interessantes da drin gewesen? Nö. Oh Gott, jetzt geht das wieder los. Okay, ja, ist in Ordnung. Raumschiff haben wir auch wieder keinen Platz. Wir haben viel zu viel Kohlenstoff, wir haben etwas Tamium, wir haben... Was haben wir denn hier jetzt mit bei? Den Dolch. Ein zentrales Element der Tradition und Kultur der Vyken. Verbrauchsgut zum Handeln, das heißt, das können wir verscherbeln. Wir haben halt den Elektrodampfer. Wir brauchen jetzt Iridium, dringend Iridium. Die Dinger brauchen wir halt eigentlich nicht. Schildsplitter. 1 von 5. Kann ich nicht die Dinger hier vielleicht übertragen? Schauen wir gerade mal. Sind die jetzt quasi im Raumschiff da drauf gelandet? Ja, okay, wir haben die da gesteckt. Okay, gut. Ja, dann komm. Auch wenn ich nicht so viel Platz habe. Den Schrott nehme ich jetzt hier noch gerne mit. Das sind alles Units und so was. Und Keknip. Keknip. Was ist schon wieder Keknip? Ist das so wie Ketnip? Oh Gott. Hier ist aber Chaos. Nanitis. Und das war's. Ein bisschen Chaos hier drin. Aber ich habe gesehen, da ist ein Höhlensystem. Und da werden wir in der nächsten Folge reingehen, in Hoffnung, dass wir da vielleicht ein bisschen Iridium finden. Ich weiß nicht, ob Iridium wirklich in Höhlen sich befindet, aber das werden wir dann herausfinden. Somit werden wir zum Höhlenforscher. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn dem so sein sollte, würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst. Und wie immer, Social Media Sites und so findet ihr alles in der Beschreibung. Genauso wie auch die Kommentarfunktion, da dürft ihr gerne reingucken. Und vielleicht irgendwie einen Kommentar hinterlassen oder so. Feedback jeglicher Art, vielleicht einfach nur mein Hi oder sonst was. Ich freue mich über alles. Macht's gut. Ciao.